aus den YouTube-Hauptnachrichtenstudios in Berlin. Die Lately Show mit Florian Strehletz. Willkommen bei der Lately Show. Ich bin YouTubes Florian Strehletz. Und heute mit unserem Segment aus einem anderen Winkel. Denn oft sieht man Fotos und fragt sich, worauf gucken die da eigentlich oder wen oder was schauen die denn da eigentlich an? Wie zum Beispiel diejenigen, die man halt nicht sehen kann, weil sie hinter der Kamera stehen. Und um genau dem auf den Grund zu gehen, haben wir keinerlei Kosten gescheut. Und zusammen mit dem FBI, der NSA und dem HSV eine Software entwickelt, um genau das herauszufinden. Aus einem anderen Winkel. Wie so etwas funktioniert? Ganz einfach. In dem Augenblick, in dem das Bild genommen wurde, ist auch das Gegenbild in der Iris des Fotografierten eingebrannt worden. Und genau das können wir dank unserer Software wiederherstellen. Und weil ja gerade die Verhandlungen von Schwarz-Gelb-Grün stattfinden, fragen wir uns, was macht eigentlich die SPD? Und um das herauszufinden, kommen wir heute zu unserem Segment SPD aus einem anderen Winkel. Viel lesen wir gerade von der SPD, wie sie eigentlich nicht weiß, was sie will. Opposition, ja, aber auch doof. Regieren, nein, aber auch irgendwie doof. Naja, noch haben sie ein paar Monate Zeit, sich zu finden, da ja die Verhandlungen von Schwarz-Gelb-Grün noch bis Weihnachten dauern, Weihnachten 2018. Okay, gestern habe ich ein Bild von Martin Schulz gesehen und mich gefragt, wen oder was guckt er da an, dass er so reagiert, dass es aussieht, als hätte ihn jemand zu Tode erschreckt. Und genau dafür haben wir unsere Software. Und die lassen wir drüber laufen. Sie zählt runter 40.9, 38.5, 25.7, 20.5. Okay, da kann ich verstehen, dass Martin Schulz um sein Leben fürchtet. Das Bizarre ist, dass mich die Augen von Christian Lindner verfolgen. Egal wo ich im Raum bin, sie folgen mir. Das Problem von Christian Lindner ist eigentlich auch nur, dass nach 50 Jahren Erfahrung mit der FDP keiner mehr seinen Worten wirklich glauben kann. So toll das zumeist klingt, wenn man aber weiß, dass es Lügen sind, hilft auch kein Drei-Tage-Bart und hippe Schwarz-Weiß-Bilder. Aber kommen wir nun zum nächsten Bild. Dieses Mal von der SPD-Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles, die auf dem Bild scheinbar irgendwas wegkickt. Aber was? Worauf guckt sie und was hat sie da überhaupt gemacht? Lassen wir unsere Software darüber laufen. Und die Software läuft. 2014, 1990, 1974, 1954. Ah, ich hab schon immer gewusst. Andrea Nahles war es also, die durch Zeit und Raum das Wembley-Tor geschossen hat. Ich wusste schon immer, dass 1966 waren es die Sozis, die uns den Titel genommen haben. Verdammte Andrea Nahles. Aber was macht eigentlich das andere Gesicht der SPD? Was macht Sigmar Gabriel so? Aktuell ist er noch als Außenminister unterwegs. Und war auch in Saudi-Arabien, das ihn hier auf dem Bild zeigt. Aber warum guckt er so traurig? Ich denke, der hat da irgendwas vor seinem geistigen Auge. Finden wir es heraus. Die Software rechnet es aus. Sigmar ohne Amt, ab zurück nach Niedersachsen. Oh Mann, die Ecke von Niedersachsen kenne ich auch. Da gilt, kennst du eine, kennst du alle in Niedersachsen. Außer natürlich Lüneburg, die Platinperle Deutschlands. Und Sigmar muss dann zurück nach Niedersachsen. Vorbei das aufregende Leben als Außenminister in Weltstädten, ab zurück nach Niedersachsen. Oh, vermutlich sogar noch schlimmer. Nach Hannover. Da sieht es ja sogar noch schlimmer aus als in seinen Träumen. Und abschließend haben wir noch Zeit für ein weiteres Foto. Und ich bekomme gerade den Hinweis, ein Foto von Christian Lindner. Okay, das ist jetzt weniger SPD, aber hey, also gucken wir uns an, was Christian Lindner so anguckt. Augenblick mal, das Bild hatten wir doch schon mal. Und es gibt sogar noch ein weiteres Bild, das sich bei der Iris von Christian Lindner eingebrannt hat. Na gut, lassen wir es über unsere Software laufen. Okay, 1, 2, Freddy kommt vorbei, 3, 4, verschließ deine Tür. Oh, er spielt Tetris. Das wäre irgendwie cool. Also er ist auch einer der Typen, die links immer eine Gasse für eine Viererlinie bauen und es am Ende dann doch verkacken, indem sie die Viererlinie dann doch mal quer darüber stellen. Naja, das macht ja Bock auf Jamaika. Und das war's auch wieder von uns von dieser Woche. Gute Nacht und viel Glück da draußen. Die Lately Show mit Florian Strehletz. Join and subscribe.